Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Und ja, wir sind in der verlorenen Stadt, oder der verborgenen Stadt besser gesagt. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die so groß ist. Und ich hoffe sehr, dass das alles gut geht. Habe ich Fähigkeitenpunkte? Ich habe 2 Fähigkeitenpunkte. Ich weiß gar nicht, wollte ich damit was machen? Erhöht die Chance, seltene Tiere zu finden. Überlebensinstinkte halten länger an, wenn wir uns bewegen. Schlauer Fuchs, das war das mit den Waffen-Upgrade-Slots. Ich weiß nicht, ob das... Das würde ich lieber ganz zum Schluss machen, glaube ich, wenn wir wirklich en masse Punkte haben. Stütze des Pumas. Nach der Wundheilung im Kampf widersteht man Schmerz oder Schaden. So, von tiefen Stürzen. Wir fallen ja in die runter. Haha. Wir können die Luftlänge anhalten. Ich würde lieber das machen, ne? Dann können wir unten unter Wasser ein bisschen besser uns längerfristiger bewegen. Und wenn es das schon gibt, also gerade weil hier so viele Unterwasserwelten sind, wäre das, glaube ich, ganz hilfreich. So, und ich hoffe mal, oder ich befürchte mal, dass es die letzte Aufnahmesession sein wird mit meiner alten Grafikkarte. Ich hoffe es sehr zumindest, weil sonst streike ich. Sonst zünde ich Nvidia das Headquarter wirklich noch an. So. Ich habe etwas Angst. So, kann ich mit irgendwelchen Leuten... Was war das denn? Da kam gerade ein Y. Ich kann das Lama streicheln, glaube ich. Das ist ja cool. Das ist cool, das gefällt mir sehr gut. Ich mag solche Kleinigkeiten in Spielen. So, haben wir noch irgendwas? Da ist noch Öl oder was auch immer das ist. Ich glaube, es ist Öl. Alter, ich werde hier so versagen. Ach ja, ich erinnere mich. Wir hatten ja den Quest von dem Monolithen noch. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, guck mal da. Was haben wir denn da? Gerade noch gesehen, dass da was blinkt. Ich weiß nicht so ganz, wo ich hier anfangen soll, am dümmsten, ehrlich gesagt. So, das Überlebensversteck haben wir. Kann ich mich hier eigentlich... Ich kann mir hier keinen Wegpunkt leider setzen. Es muss ich manuell machen. Also ich muss da manuell hinlaufen. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber... letztlich... Okay, ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Ein einsamer Wächter. Das kann halt schon wieder alles und nichts sein, oder? Über mich und seine Ernte, das könnte das hier sein, oder? Ein einsamer Wächter, das ist die Vogelscheuche, ist damit gemeint, oder? Ich glaube, damit ist die Vogelscheuche gemeint. Ha, guck mal hier. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Da ist es. Monolithschatz gefunden. So. Das war einfach. Es war die Vogelscheuche. Zur Abwechslung mal war es einfach. So. Was haben wir denn noch? Da unten haben wir... Das ist ein Relikt, glaube ich, hier, ne? Ach cool, hier ist ein Relikt und eine Karte. Das ist ja toll. Schön. Was haben wir hier? Keshua, ein Hilfsgesuch. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt. Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot.
Kukulkan. Ach, das war der Gott, weil ich denke mir gerade, der Name Kukulkan, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Das habe ich schon mal gehört in dem Spiel. Aber, das ist dieser eine Gott, glaube ich, gewesen. So, was haben wir hier? Eine Reliquie. Eine Chaki-Takla. Es ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird. Selbst außerhalb Paititis. Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. Aha. Sehr schön. Gut, wo geht's hier hin? Okay, hier geht's hoch. Aha, eine Karte. Ein Eldorado, die Legende von Eldorado. Aha. Dieses spanische Dokument erzählt eine der vielen Geschichten über Eldorado, die goldene Stadt. Als die ersten Erkundungsschiffe der Spanier mit Frachträumen voller Gold zurückkehrten, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer und die Geschichten wurden bei jeder Nacherzählung immer weiter ausgeschmückt. Diese Gerüchte über eine goldene Stadt führten zu zahllosen Expeditionen in die neue Welt. Tja, das war der Anbeginn der Gier, weil jeder das Gold haben wollte. So, wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen, geil. Was dafür habe ich nicht genug Platz. Oh, schön. Karte aktualisiert, Geheimnis entdeckt. Geil! Endlich mal wieder Geheimnisse. Wir haben noch schon lange nichts mehr gefunden hier. Jo. Oh, guck mal. Hier sind auch noch Überlebensverstecke, die ich nicht gefunden habe. Jo. Turmsprung. Damit die Herausforderung noch und dann noch ein Überlebensversteck. Ja. Das zeugt nicht gerade von mir, weil ich habe einfach... Bin ganz offen, ich habe kläglich versagt. Ja. So, wir können die Luft jetzt länger anhalten, aber das brauchen wir nicht so viel. Monolith! Geil. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Entziffern nicht möglich. Vertiefen Sie Laras Wissen über den Mam-Dialekt, um den Monolithen zu entziffern. Okay. Chukahuntul, kaitin wotoch, techeno. Injume kuyalike, tumen binjan, nahove, tuyana lobe, yanubel hai. Hats uts, masa. Hats uts. Ich muss sagen, es war die sehr gute Entscheidung, dass wir das auf der Originalsprache machen. Das macht das Ganze viel, viel realistischer. Katukultik tulakal bashkananti, le kustala kahumpel king hatch sasil. Tene kingualike bei, helbish. Lebash kuyuchula. Guamaru yetel sairi, mauvateloble kingel, tangui hilo. Yetel shan guasairi, kau yub tangel, mau sen yayantik, ubin son tjanal, tiale kaktulak tsele kajo. Min mashane, yanalbish yanil tulak al kachil, amaru tutukultag le tibe tukime lusukun. Tinguyah leakabil hokesap, uquinquilil sairi, teichi le kashi lumobo, matushulu luyokol, inguali que le tie sutuk helka ke shamaru, le kat sok tulakal lehelo, tu holbesak paititi, taku kalantikon, vale ma becha hukalantik sairi. Ah ja, finde ich ganz gut, ich habe. Nicht alles verstanden, ehrlich gesagt. Das ist echt ein Problem, was ich oftmals habe, dass wenn irgendwelche Geschichten erzählt werden mit mehreren Leuten dann checke ich irgendwann gar nicht mehr, wer ist. Und dann kann ich es nicht mehr zuordnen. Und das passiert oft in Spielen, wenn echt viele Namen kommen, viele Charaktere und so weiter. Was? Ist alles in Ordnung? Ma, bisko lekimeno tuchach in bakil, bultzole mishmak oksach holtiken. Tuchach! Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Hum, hachka sanich heshulakobo. Tut mir leid, du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco, den Toten, sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Hachach? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Taikis Jadewürfel. Pisco den Toten finden. Das ist ja schön.
Ich finde, die Lara kann extrem gut mit Kindern. Und ich kann mich übrigens nicht entscheiden. Lara, das ist mir so spontan einfach. So, oh Gott, kann mit so vielen Leuten reden? Ich werde ja noch die nächsten 8 Jahre brauchen, glaube ich. Kuntul Chantul, Mabinte Kashilu Mobo, Inishetail, Yapsak Benzilil, Ukalmahubaobi, Tenemish Bikin, King Hokoltela, Takbello, Jani Willig Maushum Pachtik, Lekash Jabach Kinobo. Okay, alles klar, der Dschungel ist gefährlich. Da müssen wir aufpassen. Habe ich mir fast gedacht. So, hier ist noch was. Zack. Vor allem, jetzt mal ganz ohne Mist, ne? Diese einzelnen Städte, du hast hier jetzt diesen Wassertrog und alles. Das ist schon... Das ist schon echt cool gemacht. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Das ist, ja. Das, da kann man nichts anderes sagen. So, hallo, wer bist du? Kalantabach, Kashantab, Humpelu, Jodoch, Kashilpekop, de Kuchilo. Ah, vale, Mashane, Joksaletitalech. Wie meinst du das? Lejonsilobo, Tutushtahop, Huntul, Zulul, Winik, Tial, Uchukulak, Huntul, Hachmalo, Peyo, Shiktech, Uchtakashano. Schwarzmähnenwolf. Okay, hier waren wir lustigerweise schon. Und hier geht's zum Schwarzmähnenwolf. Okay. Also es lohnt... Oh. Ah, war auf der Karte sogar. Weiß nicht, ob es verzeichnet war, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. So. Ist hier? Achso, ist bloß die Pflanze da unten. Ach, hier haben wir noch ein Basislager. Cool. Fischerviertel. Hervorragend. Das heißt, es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte. Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Ja. Aber keine Angst, Lara. Ich habe für dich mitgestaunt. Ich habe für dich hier mitgestaunt und habe das alles sehr gut genossen. Komme ich da hoch? Nein, ich muss über den Baum da hoch, vermute ich mal. Hier. Hier geht's hoch. Wo geht's hier lang? Also da hinten geht's lang. Zack. Okay, was haben wir hier? Was? Kondorfedern. Wunderschöne seltene Federn des Kondors. Dienen zur Herstellung seltener Outfits mit speziellen Fähigkeiten. Okay, ich habe Kondorfedern gefunden. Das ist ja toll. Was wird denn fest? Da geht es noch weiter hoch, auf jeden Fall. Jetzt pass mal auf. Alliop! Oh, wo geht's denn hier lang? Das ist doch halt cool. Da kommt voll die Entdeckerin raus bei mir. Aha. Was haben wir hier? Quechua, ein Bericht über die Geburt eines Anführers. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Okay. Ja, ist auch mal eine Variante, wie man einen Krieg beenden kann. Einfach die Verursacher direkt umbringen und gut ist. Hat auch was. So, ich guck mal eben. Sonst ist hier nichts, ne? Ich glaube, wir müssen dazu...
Okay, irgendwas ist hier noch. Hier sind Spinnennetze und da ist was. Wenn ich dahinter gehe, dann ist irgendwas Rotes. Das sind Fallen. Aber ich kann hier nichts machen. Nee, ich kann ja nichts machen. Okay, also hier kommen wir später dann nochmal hin, glaube ich. Weil hier kommen wir gerade nicht rein. Da geht irgendein Weg geht hier lang noch. Das sieht man auch. Und hier sieht man auch das Rote. Das sind Fallen. Na gut. Ich würde sagen... Ach, da drüben ist das Dingens. Ach nee, das ist irgendwas anderes. Komme ich da rüber? Nee, ne? Nee, hier ist nichts zum Hochklettern. Ich komme bloß dahin und dann da drüben. Ich komme hier nicht hin. Jetzt war, zählt das als Freisprung? Oh oh, das geht schief. Oh oh. Ja, das zählt nicht als Freisprung. Ich dachte, das zählt als diese eine Freisprung, die wir haben. Oder diese... Das sind diese Sprünge, die wir machen müssen. Aber das ging nicht. Ich konnte nicht drücken. Was ist das denn? Jade. Cool. Liegt hier einfach nur so Jade rum. Warum auch nicht? Das Gold ist voll. So. Gut. Dann haben wir das. Okay, wir können jetzt wirklich deutlich länger unter Wasser bleiben. Das finde ich ganz gut. Also damit gar keine Probleme mehr. Wir könnten jetzt mal gucken. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal Pisco den Toten. Weil das Problem ist, ich kann jetzt die ganze Stadt hier, ne? Ich könnte die Stadt systematisch hier durchgehen. Aber ich glaube, man wird hier echt noch... viel mehr machen, oder? Wo komme ich denn hier hin? Ach, das war das, wo es zu den Wölfen geht. Das ist eine tolle Stelle hier. So. Okay, wo komme ich denn jetzt hier lang? Hier geht es auf jeden Fall nicht zum Hauptquest. Sondern hier geht's irgendwo anders hin. Ja. Ah. Verlassenes Dorf. Basislager entdeckt. Cool. Ist so neblig hier. Okay, dann sind die Wölfe. Aha. Das sind wieder Zuschauer von mir. Das ist aber nicht das Dorf, wo wir am Anfang waren, ne? Also wo die uns aufgegabelt hat. Da oben ist ein Seilzug. Hier geht's nicht weiter, das hat's aber ausgesehen. Okay. Da haben wir alles. Was ist das da unten? Ist das Jade oder was ist das? Nee, ist Gold. Einfach nur blödes Gold. So, komme ich hier hoch? Nein. Ah, hier sind die Wölfe. So. Klack, nehmen wir noch mit. So, oh. Ha, gesehen. Ein Überlebensversteck. So, wo sind die Wölfe? Aua. Nein.
Huh. Frage, wie switche ich das? Nee, ich dachte, das ist abhängig, wie ich die Kamera trage, aber offensichtlich nicht. Dafür habe ich nicht genug Platz. Seltene Tierhaut. Mit seltenen Tierhäuten können Sie im Basislager bestimmte Outfits und hochwertige Waffen-Upgrades herstellen. Cool. Oh, wie sie es anhört, so. Ich würde in der Wildnis verhungern. So, was haben wir hier? Eine Reisetasche. Geheimnisse entdeckt. Cool. Ah, hier geht's doch eine Krypta irgendwo rein. Ja, okay. Also es gibt wieder ein bisschen was Neues. Finde ich gut. Was ist das denn? Ach, das ist nur so ein Tierchen. Was die geschlachtet hatten. So, geht's da rein? Okay, schade. Ich dachte, ich kann das wegbrennen vielleicht und dann gibt es ein Geheimnis, aber... No, offensichtlich nicht. So, ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Sonst ist hier alles gut. Ja. Und hier hinten ist auch nichts. Das ist ja schön. Na gut, ich frage mich jetzt echt, wo dieser andere Krypta-Eingang da hinten ist oder was das da war, wo wir nicht weiterkamen, wo wir die Fallen gesehen haben. Das würde mich echt interessieren, weil ich konnte nichts machen, keine Pfeile, kein gar nichts. Ah, ich musste von da hinten hoch, okay. Verstanden. So, zack, das machen wir auf. Dann haben wir das. Hier geht's noch rein. Da haben wir das. Und. Unmöglich. Ich Gold. Kann nicht mehr tragen. Ja. Ich müsste mal bei den Händlern endlich mal diese größeren Taschen kaufen. Ich glaube, das haben wir freigeschalten, ne? Müsste ich mal machen jetzt dann. Fällt mir gerade wieder ein. Seilaufstiegswerkzeug erforderlich. Okay. Hier können wir also auch noch später was machen. Wenn wir eben dann. Das neue Werkzeug haben. Ach, wir kommen von hier. Das ist jetzt der Weg, wo es wieder zurückgeht dann. Ah, das ist dann doch das Dorf, wo wir waren. Das Verlassene, wo wir den Jungen gefunden haben. Das ist doch das Dorf. Okay. Jetzt bin ich wieder beisammen. Da kommen wir auch nicht weiter, ne? Genau, Seilaufstiegswerkzeug. Gut. Und da hinten ist praktisch dann die Krypta. Zack. Also die müsste dann da hinten jetzt irgendwo sein. Gucken wir mal. So. Ach, guck mal hier. So, Yucateco, Bericht eines Spähers. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen. Aha. Ich wette, damit sind die Spanier gemeint. Die hier etwas gewütet haben. Oh, guck mal hier, ein Überlebensversteck. Geil. Klack. Nehmen. So, was haben wir da noch? Eine Schatzkarte. Endlich mal wieder eine Schatzkarte. Ja, okay. Hier ist ein Dokument. Das ist gut. Das wissen wir, was da ein Dokument ist. Schwarzmännenwolf. Forschertasche. Habe ich den jetzt nicht schon platt gemacht, den Schwarzmännenwolf? So, okay, das haben wir. Das finde ich ganz gut. So, jetzt ist die Frage. Ach, guck mal da. Das hat ja gut funktioniert. Ich wollte mich da jetzt drüber schwingen, aber das wollte das Spiel nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, die Krypta hier, ne?
Die ist da. Wie komme ich da denn hin? Komme ich da hier hoch? Ah, hier rüber wahrscheinlich dann, oder? Ja, hier rüber. So. Klack, jetzt können wir da hoch. Okay. Ja. Toll, das war schlau. Das hat ja gut funktioniert. Mann, das habe ich... Fehlende Ausrüstung, ja. Weiß ich, da haben wir schon alles. Also da hoch, zack. So. Kondofedern. Ach, cool. Hätte ich jetzt fast übersehen, ich bin da vorbeigerannt jetzt gerade. Zum Glück sind wir hier jetzt, zum Glück mussten wir nochmal hin. Ach, hier. So, das habe ich nicht gesehen gerade auf den Anhieb. So. Lara, meine Gutste. Du sollst nach links springen, nicht nach oben. Spring doch mal nach rechts. Danke, geht doch. Das lief gerade nicht so, wie ich es eigentlich gedacht habe. So, Pilze, zack. Schwalbensprung. Ach, hier können wir den Schwalbensprung machen, okay. Das ist dann wieder eine der Herausforderungen. Das ist sehr schön. Oh, guck mal da. Das Tolle ist, jetzt da wir diese Fähigkeit haben mit den Fallen, sehen wir das auch. Ja. Das wäre fast schief gegangen. Weil das Y nämlich zu spät kam. So, mal gucken, ob wir die Krypta hier machen können. Oder ob wieder irgendwelche Sachen fehlen. Hier ist nix. Wow. Das Wasser sieht tief genug aus. Für was genau? Ja, das kann ich nicht wegholzen, natürlich, ist klar. Ach, guck mal hier. Fast übersehen. Zum Glück gucke ich mich immer ein bisschen um. Okay. Kitschur, das ist eine Gedenkstätte. Chucky, der Weber. Möge Chucky einen Umhang aus feinster Wolle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Ich muss jetzt gerade an Chucky, die Mörderpuppe, denken. Alter, guck mal, dass wir hier die Bäume reinraken. Das ist auch echt schwer, sowas dann aus dem Flugzeug oder sowas dann zu sehen. Weil es hier so viel Dschungel und alles ist, das ist echt nicht so einfach, glaube ich. Hier ist dafür habe ich nicht genug Platz. Toll, jetzt habe ich auch Jade voll. Aha, ich hätte auch runterspringen können, glaube ich, oder? Warte mal, ich probiere das mal eben. Ich probiere mal, ob wir da hätten runterspringen können. Ob das so gewollt war vom Spiel. Ist völlig egal, ob man runterläuft oder runterspringt. So, ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Wir müssen jetzt runtertauchen wahrscheinlich. Okay. Die Frage ist, wo wir lang müssen. Ich habe keine Ahnung. So. Ich schwimme mal zum Licht. Zum Glück haben wir das geupgradet mit dem Kaiman. Das ist gar nicht mal schlecht, weil dadurch können wir deutlich länger hier unter Wasser tauchen. Ist das hier eigentlich? Okay.
Ach, hier ist ein Wassertank. Wassertank, ein Wasserloch besser gesagt. So.